Das sind die schnellsten Core XY-Drucker auf dem Markt. Ich habe sie die letzten Monate ausführlich getestet und miteinander verglichen. Und natürlich gibt es einen Sieger. Alle drei Drucker sind ganz schön groß, schwer und vor allem schnell. Druckgeschwindigkeit ist mittlerweile fast schon keine Frage mehr. Alle neuen Drucker werden immer schneller, aber wenn sie sich da nicht mehr unterscheiden, wo dann? Sollte ich also knapp 1000 Euro oder noch mehr für solch einen Klotz ausgeben? Und wenn ja, welcher ist der richtige für mich? Kurzer Disclaimer, das Video ist von keinem der Hersteller gesponsert. Kidi und Creality waren so nett und haben mir ihre Geräte für Testzwecke zur Verfügung gestellt. Den X1C habe ich aber wie alle anderen Bambus komplett selber bezahlt. Es gibt einen viel wichtigeren Sponsor und vielleicht bist du einer davon. Wie ich das meine, das erfährst du gleich noch. Wenn man die drei so nebeneinander sieht, haben sie doch sehr viele Gemeinsamkeiten. Im Detail aber unterscheiden sie sich stark voneinander. Der Kidi X-Max 3 wird durch sein Erscheinungsbild schlechter eingeschätzt, als er wirklich ist. Die Verarbeitungsqualität des Gehäuses lässt an manchen Stellen schon zu wünschen übrig. Aber dafür ist die Hardware, auf die es im Endeffekt ankommt, umso besser. Das Gewicht von über 30 Kilogramm lässt nur erahnen, was für ein robuster Trägerrahmen im Inneren des Gehäuses sitzt. Alle Hardware-Komponenten, Zahnriemen, Spindeln sowie Führungen sind einfach etwas größer und robuster. Und das ist gut. Aber warum? Das sage ich dir gleich. Der X1C hat genau wie der Kidi auch einen verschweißten und geschraubten Rahmen im Inneren. Er ist etwas kleiner, wodurch das Innenleben auch etwas schmäler ausfällt. Dafür macht er aber einen edlen Eindruck von außen, mit der Kombination aus Aluminium und Glas. Genauso edel schaut der K1 Max mit seinen getönten Scheiben aus. Ich sag mit Absicht Scheiben, da die seitlichen Verkleidungen aus Kunststoff sind. Glas findet man nur in der Frontscheibe und im Deckel. Der Rahmen des Druckers verleiht ihm zusätzlich seine Stabilität. Dadurch wird kein extra Rahmen benötigt, der das Druckvolumen von 30 cm in allen drei Achsen schmälern würde. Im Punkt der Optik liegt der Kidi in meinen Augen ganz klar hinten. Was aber wieder durch sein riesen Druckvolumen von 33 cm pro Achse aufholt. Gegenüber dem K1 Max mit 30 cm und dem X1C mit gerade mal 25,6 cm. Optik und Größe sind Geschmackssache, was dagegen aber wichtig ist, ist die Bedienbarkeit der Geräte. K1 und Kidi laufen beide mit einem etwas eingeschränkten Clipper als Betriebssystem, wohingegen Bambulab auf ihr ganz eigenes setzt und keinerlei Änderungen oder Spielereien am Drucker zulässt. Über WLAN können einfach Druckdateien aus dem Slicer direkt an den Drucker gesendet werden, ein Muss, wie ich finde, für jeden aktuellen Drucker. Trotz dass die Drucker via WLAN gesteuert werden können, gehört das Display genauso zur Bedienbarkeit. Das des X3 Max ist groß, aber nicht sonderlich akkurat in der Bedienung. Ich habe es in meinem Review zum Kidi schon angesprochen. Währenddessen bieten der X1 und K1 beide gut bedienbare Touch-Displays. Die Möglichkeit, das Display im Winkel zu verstellen, gefällt mir beim X1C sehr und fehlt mir etwas beim K1. Falls dir das Live-Beobachten deines Drucks mal nicht mehr reicht, kannst du auch über den Slicer oder die App zuschauen. Zumindest der K1 und X1 haben beide eine Kamera verbaut, mit der sich auch Zeitrafferaufnahmen machen lassen. Im Kidi fehlt die, ist aber auch nicht unbedingt schlimm. Durch den extra USB-Port auf der Rückseite kann einfach eine Webcam nachträglich angeschlossen und in Clipper implementiert werden. So, weißt du das noch mit dem Sponsor? Vielleicht bist du ja wirklich schon einer davon und wenn ja, dann vielen, vielen Dank. Das Video ist nämlich von all den großartigen Makern gesponsert, die sich mein Buch 1000 Stunden gespart geholt haben. Das ermöglicht es mir, immer aufwendigere Videos für dich zu produzieren, wie du auch in den nächsten Videos sehen wirst. Du findest auch einen Link zum gratis Quick Guide unten in der Videobeschreibung. Da zeige ich dir schon mal 7 Einstellungen, die du unbedingt kennen solltest. Das ist nur ein ganz kleiner Auszug aus meinem Buch, aber so kannst du schon mal reinschnuppern. Danke nochmal an alle und jetzt geht's weiter mit dem Review. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, warum alle drei Drucker mit einer Standard 0,4 mm Düse und nicht mit einer 0,6er ausgeliefert werden bei den großen Druckvolumen. Und warum es von Haus aus keine Möglichkeit gibt, den Filamenthalter an der Seite zu platzieren. Für den K1 habe ich mir dafür den Halter gedruckt und im gleichen Zug auch noch eine Deckelerhöhung. Warum? Der Abstand zwischen Deckel und Glasplatte ist so gering, dass der PTFE-Schlauch abgeknickt war und regelmäßig das Filament hängen geblieben ist, gefolgt von Unterextrusion und Frustration. Weiterhin zur Frustration bringt mich allerdings der Filament-Runout-Sensor. Beim Wechsel bleibt das Filament regelmäßig beim Einschieben daran hängen und es startet eine richtige Fummelarbeit, bis es hindurch ist.
Die geknickten Schläuche habe ich dann gleich auch noch getauscht. Mit dem Deckel sieht der Drucker nicht mehr ganz so schön aus, funktioniert dafür aber richtig gut. Was auch nicht so schön aussieht, ist die Druckqualität des K1. Standardmäßig sind die Riemen etwas zu fest gespannt und die Gleitlager am Druckkopf werden durch die Federn zu stark an die Führung gepresst. Das soll sich allerdings beim Nachfolger ändern. Den K1C teste ich nun auch schon eine Weile und in Kürze kommt das Video dazu. Lass also unbedingt ein Abo da, damit du es nicht verpasst. Die Riemen etwas nachgestellt und die Federn am Druckkopf getauscht und siehe da, die Druckqualität war wesentlich besser. Diese Probleme hat der X1 und der Kili Gott sei Dank nicht. Die Druckqualität der beiden hat mich ehrlich gesagt bei den Geschwindigkeiten extrem überrascht. Bemängeln kann man hier wirklich nichts. Auch der K1 liefert nach etwas Rumgebastel und Anpassung in der Printer-Config akzeptable Ergebnisse. Sobald man allerdings versucht, ABS zu drucken, macht sich die zusätzliche Kammerheizung des Kilis bemerkbar. Im Vergleich dazu, die anderen beiden haben auch einen geschlossenen Bauraum mit Temperaturregelung, aber sie nutzen lediglich die Wärme, die vom Druckbett erzeugt wird. Das bedeutet, dass die Kammertemperatur bei ihnen nicht so hoch werden kann. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum die Kammerheizung des Kilis so wichtig ist, oder? Nun, jedes Filament hat einen Schrumpfungsfaktor, der angibt, um wie viel Prozent das gedruckte Objekt beim Abkühlen schrumpft. Beim Drucken legen wir Schicht für Schicht heißes Filament aufeinander, das dann nach unten hin immer kälter wird. Das führt dazu, dass sich zwischen den warmen und kalten Bereichen des Objekts Spannungen aufbauen. Durch die Kammerheizung wird sichergestellt, dass das gesamte Objekt während des Drucks eine gleichmäßige Temperatur hat und nach dem Druck gleichmäßig abkühlen kann. Auf diese Weise werden Risse, Verformungen oder Warping minimiert. Wie anfangs gesagt, hat der X1C eine Kamera verbaut, mit der nicht nur du den Druck beobachten kannst, sondern auch der Drucker es selbst macht. Er hat eine sogenannte Spaghetti Detection. Fehlerhafte Drucke werden somit erkannt und der Drucker bringt im Fehlerfall eine Meldung und pausiert den Druck. Hat mir persönlich schon den ein oder anderen Fehldruck erspart. Wie beim K1 verfügt auch der Bamboo über einen eingebauten Leitersensor, der den Filamentfluss und die erste Schicht auf Fehler überprüft. Beim K1 Max besteht da definitiv noch Verbesserungsbedarf bei dieser Funktion, während sie beim Bamboo einwandfrei funktioniert. Es handelt sich dabei jedoch um Softwareoptimierungen, die in den letzten Updates schon erheblich verbessert wurden. Der Druckkopf des Kidis ist im Vergleich zu den anderen zwei etwas altmodischer. Kein Leitersensor, keine Kamera und das Leveln des Druckbetts passiert über eine Art BL-Touch-Sensor anstatt mit Drucksensoren. Dafür ist der Kili auf spezielle Filamente ausgelegt, daher wird genau wie beim X1C direkt eine gehärtete Düse für abrasive Filamente wie beispielsweise Carbonfilamente mitgeliefert. Gerade technischere Filamente sind stärker hygroskopisch, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit anziehen. Aus diesem Grund befindet sich beim Kili auf der Rückseite eine abnehmbare Trockenbox, aus der luftdicht heraus gedruckt werden oder eine Filamentrolle zusammen mit Silikagelperlen gelagert werden kann. Für den X1C gibt es gegen Aufpreis von 400 Euro das AMS, in dem das Filament ebenfalls trocken gelagert werden kann und es mehrfarbigen Druck ermöglicht. Ich habe das AMS extra weggelassen in diesem Vergleich, da es diesmal nur um die Drucker selbst gehen soll. Alle drei Geräte sind innerhalb von wenigen Minuten nach dem Auspacken einsatzbereit, bevor jedoch der erste Druck durchgeführt werden können, müssen Kalibrierungen vorgenommen werden. Die Kalibrierung erfolgt beim K1 und X1 vollautomatisch, sodass nach 10 bis 15 Minuten Kalibrierung direkt mit dem Druck begonnen werden kann. Der Kili führt ebenfalls seinen Selbsttest durch und misst die Resonanzen. Wenn es jedoch um das Nivellieren des Druckbetts geht, muss man immer noch auf die alte Papiertechnik zurückgreifen, um den Z-Offset einzustellen. Ist in meinen Augen kein vollautomatisches Leveling, aber auch nicht weiter schlimm, da ich selbst den Z-Offset so gut wie nie nachstellen musste. So ein schlechtes Druckbett wie beim X1C habe ich bis jetzt noch nirgendwo gesehen. In meinem Video, in dem ich das AMS Max gebaut habe, ist mir erstmal aufgefallen, wie verbogen das Druckbett des X1 ist. Das gleicht der Drucker zwar softwareseitig extrem gut aus, aber für maßhaltige und plane Drucke ist das eher schlecht. Im Gegensatz dazu bietet der K1 und der Kili eine ganz andere Erfahrung. Beim K1 Max war ich positiv überrascht von dem planen Druckbett trotz seiner Größe. Der Kili hat wahrscheinlich das dickste Druckbett, das ich bisher in einem serienmäßigen Drucker gesehen habe, mit einer 7 mm dicken Druckgrundplatte. Dies erklärt auch sein Gewicht.
Wenn es das AMS für den X1C nicht gäbe, würde ich mich wahrscheinlich nach mehreren Monaten Nutzung für den Kili X-Max 3 entscheiden. Ja, es ist ein riesiger Plastikbomber, aber wenn man die Funktionen des Druckers zusammenfasst und den Preis berücksichtigt, wird schnell klar, was Kilis Alleinstellungsmerkmal ist. Mit seinem großen Druckvolumen, seiner Druckgeschwindigkeit, der Clipper-Funktionalität und dem beheizten Bauraum bis 65 Grad bietet der Kili derzeit in seiner Preisklasse nichts Vergleichbares. Quasi ein Profigerät zum Schnäppchenpreis. Trotzdem gibt's noch Verbesserungspotenzial, was ihn interessant für Bastler und auch Maker macht. Erheblichen Verbesserungsbedarf gibt es auch noch beim K1 Max. Der Creality sieht zwar gut aus und hat ein riesiges Druckvolumen im Vergleich zu seiner Größe, der Unterschied wird erst recht deutlich, wenn man ihn direkt neben den Bamboo Lab stellt. Er ist äußerlich minimal größer, bietet doch jedoch fast 5 cm mehr Druckvolumen in jeder Achse. Der K1 kämpft noch mit einigen kleinen Software-Bugs, wie dass die gleichen Werte aus Input Shaper für die X- und Y-Achse verwendet werden und dem Problem, dass die Riemen und Gleitlager etwas zu fest angezogen sind, was wiederum zu starkem Ringing in den Druckobjekten führt. Die Hardware-Probleme lassen sich leicht selbst beheben und für die Software gibt es die Möglichkeit, vollständiges Clipper auf dem Drucker zu installieren, um ihn nach eigenen Bedürfnissen anzupassen und zu verbessern. Dafür gibt es mittlerweile auch schon extrem gute Anleitungen auf GitHub oder ähnlichen Seiten. Das alles macht ihn eher für Leute interessant, die bereits Erfahrung mit 3D-Druck haben und motiviert sind, selbst Hand anzulegen. Beim Bamboo Lab X1C gibt es nicht viel, was man selbst machen kann. Nach fast 2 Jahren Nutzung habe ich nun einige Reinigungen am Drucker durchgeführt, Bamboo lässt hier nicht viel Spielraum. Das ist gut für Leute, die einfach nur drucken wollen, aber für Enthusiasten wie mich ist es etwas langweilig, nicht selber Hand anlegen zu können. Selber etwas verbessern ist nicht schlecht, solange man es nicht muss, sondern kann. Was definitiv verbessert werden muss, sind die extrem krummen Druckplatten. Vielleicht ein Projekt für die Zukunft. Letztendlich muss jeder selbst entscheiden, welche Anwendung er mit seinem Drucker abdecken möchte. Jeder hat seine Vor- und Nachteile, der eine mehr, der andere weniger. Wer ist also nun der Sieger? Der Bamboo Lab ist der klare Sieger für alle die, die gute Drucker haben wollen, ohne viel wissen oder tun zu müssen. Der Creality ist der Sieger für alle die, die sich nicht auf eine geschlossene Firmware limitieren lassen wollen und Wert auf schönes Design und gute Verarbeitung legen. Der Kili ist ganz eindeutig der Sieger, wenn es professioneller oder sogar industriell zugehen soll. Jetzt vergiss nicht, dir den Gratis-Download unten zu holen und wir sehen uns im nächsten Video.